Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Götterdämmerung. Ja, wir haben jetzt die Aufgabe, beziehungsweise einmal tötet die Deserteure in einer Höhle unter dem Küstendorf Khaptun. Wir sind ja jetzt gerade in Khaptun. Können wir vielleicht jetzt mal machen, wenn die da in der Höhle sind, irgendwie unten. Wo war denn der Weg nochmal? Wenn die da unten sind. Aber sind die wirklich in der Höhle oder ist hier unten irgendwo noch ein anderer Weg? Ich speichere vielleicht einmal. Ich gehe mal davon aus, dass da unten vielleicht noch ein Weg ist. Laufen wir hier mal dem Strand entlang. Und nehmen mal die Waldbeere mit. Ich glaube, ich muss wirklich in dieser einen Höhle runterspringen. Die jetzt ein bisschen weiter oben ist. So, Sandlurker. So, du auch? Da! Da! Echt jetzt? Da! Ach, leck mich doch! Da! Was war das denn jetzt gerade? Die Strategie von mir hatte gar nicht funktioniert bei dem jetzt. Die sonst immer funktioniert hatte. So, nochmal speichern. So, wo soll jetzt die Höhle sein? So, nochmal speichern und den nächsten. So, und den dann noch. Ich glaube, ich muss wirklich in dieser einen Höhle runterspringen. Sumpfkraut. So. Ah, das können wir speichern. Ich habe wirklich die Befürchtung, wir müssen in der einen Höhle runterspringen. Ja. Mist. Okay, so geht's. So, ah, den kann ich auch noch looten. Was ist das? Wein, okay. So, nochmal was futtern. Und nochmal speichern. Ne, ich glaube wirklich, dass es die eine. Da! Da! So, der nächste Goblin. Da! Da!
Jetzt. Alter. Dass er nicht immer sein Schild benutzen will. Wo? Okay, irgendwas ist noch hinter mir her. Wegen der Kampfmusik. Der da gleich. Einmal speichern. Da. Oh. Die Gobos hier sind. Und die Musik hört einfach nicht auf. Warte mal, ist hinter mir vielleicht irgendwo einer? So, rostiges Schwert nehmen wir mit. Wir müssen bei Gelegenheit wirklich mal alles verkaufen. Oh, Waffenbündel. Gibt's hier sonst noch was? Hier gibt's nichts. Hatten wir das schon gelootet? Egal. Informationen von Arthur für Errol. Ich muss Errol Informationen über Job schaffen, ja. Wir müssen mit Kahn sprechen. Wir haben aber den Teleportstein von Montera noch nicht gefunden. Daher müssen wir dahin laufen. Boah, der Weg hier zwischen Montera und Kapdun, der geht mir so auf den Sack. So, aber wir fragen Kahn, wo er Jörg hingetan hat. In welcher Höhle. Und dann... Dodos sind wieder da. Und dann hoffentlich können wir endlich mal mit Gorn reden. Ich will endlich zu Gorn, wirklich. Wir sind jetzt bei... Ich glaube Folge 14, 15 müsste das sein. Ich habe ja neben mir hier links von mir noch ein Display offen. Da sehe ich auch, ob eine Aufnahme von mir gerade auch wirklich aufgenommen wird. So als so eine RAW-Datei. Und ich weiß, dass ich heute... am Tag der Aufnahme die 10. Folge hochgeladen hatte. Und das hier ist jetzt dann die 4. Aufnahme davon. Also seitdem. Also müsste das jetzt eigentlich Folge 14 sein. Warte mal. Ja, war das. Mantel. Bring mir was über die Jagd. Warte. Okay, ja. Dazu bist du noch nicht bereit. Das hier? Dazu bist du noch nicht bereit. Weiter so. Gut. Okay, haben wir hier mal ein bisschen was investiert. Wolf ist wieder da. Na, mein Kleiner? Okay, der ging jetzt in zwei Schlägen down. Ein Schlag ging ja daneben. So. Hier spawnt ja aber wirklich alles sehr, sehr schnell nach. Noch ein Dodo.
Wirklich, wo kommen die ganzen Dodos her und so weiter? Das geht ja richtig schnell hier. So, hier sind auch wieder 3 Dodos. Und Dodo-Eier haben wir auch jetzt eigentlich ohne Ende. Also Scavenger-Eier. Da, noch ein neuer Dodo. Welcher Tag ist das jetzt im Game? Die spawnen ja schneller nach als in Skyrim hier. Die ganzen Ortschaften, wenn man da einmal ausgeräumt hatte. In Skyrim dauert das, glaube ich, 30 Ingame-Tage, bis da wieder in so einem Lager zum Beispiel die Banditen wieder da sind und so. Noch ein neuer Wolf? Ne, den Bison hatten wir am Leben gelassen. Auf jeden Fall will ich von Khan diese Regeneration lernen. Also, das müssen wir definitiv. Also, Stärke müssen wir definitiv auf 300 kriegen. Dann wir das hier kriegen. So, Paladin. Schwertkämpfer 3. Das haben wir. Mit 2 Klingen Schwertkampf will ich nicht. Ich muss rausfinden, woher dieses Stampfen kommt. Das ist irgendwo hier drunter. In der Höhle waren wir schon, aber da ist nichts. Okay, wir sind da. Fragen wir mal Khan, wo er York hingetan hat. Warum nicht? Irgendwann ist noch was vorbei. Ernsthaft? Och nee. Information von Arthur für Errol. Ich muss Errol in. Informationen über York beschaffen. Diese kann ich von Arthur und Kapdun erhalten. Muss ich Errol davon Bescheid sagen? Ich gehe jetzt noch einmal zu Errol. Da denke ich mir auch über die ganzen NPCs hier. Gehen wir mal zu Errol. Gotha ist ja nicht weit.
Und ich hoffe, ich kann dann jetzt wirklich zu Gorn. Kümmere dich besser um deinen Kram. Ich würde das gar nicht beachten. Okay, gehen wir jetzt zu Errol. Und gucken mal, was er jetzt zu sagen hat. Denn wir haben ja jetzt Informationen über York. Wir haben das aber selber noch nicht gesehen. Tarvin? Bring mir etwas über alte Magie bei. Stabkampfes. Ich bin bereit, ein Wassermagier zu werden. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, Errol. Was machst du noch hier? Du sollst was über York rausfinden. Ich habe was über York rausgefunden. Dann lass mal hören. Entweder hat er sich den Menschen angeschlossen, oder er wurde von Khan getötet. Khan muss sich aber auch immer Ärger suchen. Hast du Gorn den Brief gegeben? Oh Mann, wie die Zeit vergeht. Ich mach jetzt erstmal Pause. Und was ist mit dem Brief? Immer mit der Ruhe. Ich gebe ihn schon noch ab. Du sollst ihn doch abgeben, während ich dir die Informationen über York beschaffe. Du wolltest ihn doch abgeben, während ich dir die Informationen über York beschaffe. Das habe ich nie gesagt. Außerdem wollte ich erst sicher gehen, dass du die Sache auch wirklich erledigst. Aber... keine Sorge, das wird schon alles. Was? Ich mache jetzt erstmal Pause. In der Zwischenzeit könntest du mir noch einen kleinen Gefallen tun. Was denn jetzt noch? Bring mir 10 Stängel schwarzen Roba... und 5 Flaschen Nordmarer Nebelgeist. Wo soll ich das Zeug herbekommen? In Faring bekommst du bestimmt was. Schönen Tag noch. Weg mit der Waffe! Soll ich hier wohl damit aufhören? Bleib stehen! So, ich muss... So, wo bleibt Errol? Ich erledige den jetzt. Wirklich. Was ein... Krieg ich dich doch noch. Bist du auch noch aufs Maul hier? Sohn. Und dann muss ich jetzt nach Faring ihm scheiß Nebelgeist besorgen. Alter, ich werde hier alle töten. Hier werde ich wirklich alle töten. Habe ich denn 10 Nebelgeist? So, warte mal, ich müsste hier sein.
Schnaps, Milch. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Ich habe keinen Nebelgeist. Und es kommt noch schlimmer. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Was kann denn schon groß passieren? Ich hasse Errol. Wenn Gorn behauptet, nee, ich hoffe nicht. Ich will es nicht mal aussprechen, so. Errol ist der größte Lemurensohn hier. Klar, ich habe, was Taurus angeht, immer wieder mein Spaß, ihn immer wieder zu enthaupten und so weiter. Zu töten hier. Aber zu Taurus habe ich doch noch ein bisschen Sympathie. Warum muss wirklich so ein Lemurensohn ausgerechnet auf Gorns Seite stehen? Ich hoffe, der ist ein Verräter. Ich hoffe wirklich für Gorn, dass Errol ein Verräter ist. So. Nochmal was essen. So, noch ein Herrscherkraut. Was haben wir da? Sonnenkraut. Und noch ein paar Heilpflanzen. Immerhin gibt es hier sehr viele von. So, und Speicher. So. Vier Wildschweine schon mal weniger. Und was tue? Hier war die ganze Zeit Ulvas Truhe. Jetzt kommt's abgebrochen. So, da sind ein paar Rhinos. So, wer warst du nochmal? In Vanguard ist im Moment ein Händler namens Hubertus. In Vanguard ist im Moment ein Händler namens Hubertus. Sehr gut. Wir warten schon lange auf eine Chance, ihn auszunehmen. Er ist ein gieriger Dreckskerl. In Silden findet ihr den Händler Dylan? In Silden findet ihr den Händler Dylan. Gute Arbeit. Haltet den Geldern Ausschau nach dem Händler Hamler. Dürfte nicht schwer zu finden sein, so fett wie er ist. Haltet den Geldern Ausschau nach dem Händler Hamler. Er dürfte nicht schwer zu finden sein, so fett wie er ist. Ausgezeichnete Arbeit. 500 Gold erhalten. Okay, nice. Erst mal Pause machen.
Muss ich deswegen nochmal herkommen? Warte mal, wir sind ja jetzt hier in, warte. Töte Geralt? Ich soll Tilas Mann Geralt töten, damit sie endlich mit dem besten Freund ihres Mannes zusammen sein kann. Als Belohnung hat sie mir Geld versprochen. Erzähl mir, dass ich ihm Informationen zu einigen Händlern beschaffen soll. Dazu sollte ich mich am besten in Geldern, Silden, Faring und Vanguard umhören. Als Belohnung hat er mir Gold versprochen. Ah, Faring fehlt noch. Okay. So. Speichern nochmal, bevor ich da jetzt reingehe. Da sind ja ein paar Snapper. Ein bisschen viele sogar. Da! 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 Okay, das war ein bisschen doof. Ein bisschen zu doof. Und jetzt ist keine Musik mehr da. Ah, jetzt kommt sie wieder. Okay, die kommen da nicht durch, oder wie? Okay, jetzt nicht mehr. So. Das war's mit den Snappern. Hier ist auch noch eine Spitzhacke. Und... Ich brauche den richtigen Schlüssel. Assassinen-Truhe? Wir können hier graben? Spitzhacke, moderne Bergarbeiterausrüstung. Da ist nichts zu holen. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Okay, Schlüssel finden. Für diese Truhe. Ich würde das gar nicht beachten. Hier ist kein Schlüssel. Oh, und noch eine Spitz. Ernsthaft, hier habe ich eine Spitzhacke liegen lassen. Und ich war hier doch schon mal am Pennen. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Okay, Obwohl, warte mal, wie viel Geld hatte? 8000? Kann ich ihm meinen Scheiß andrehen? So wie den hier? Aus dem Schwert behalte ich erstmal. Die Dinger. Die Schwerter. Die hier. Gesundheit. Das rostige Schwert. Diese rostigen Schwerter. Die Knüppel. Die beiden Bögen. Was haben wir noch? Die Armbrust. Ja, könnte er haben. Ogermorgenstern kann er haben. Kruschtarach kann er haben. Alter, wie viel ist der denn wert? Die sind sau viel wert. Wir sind da schon drüber. Was kann er da für mir geben? Okay, warte mal. Dann machen wir den wieder hin. Die hier. Das wäre 45 wert.
8008. Okay, warte mal, die Knüppel nehmen wir nochmal raus. Goldausgleich, so. Und ihm den ganzen Rest. So. Der hat 12.000 wenigstens, okay. So, dann hier. Davon ein paar weg. Hier nochmal. Das. Das. Haben wir hier irgendwas? Warte mal. Ah, ich dachte schon. Okay. Jetzt nochmal von vorne. Ich dachte schon, ich habe ihm jetzt aus Versehen meine Waffe hier abgegeben. Schutz vor Eis brauche ich nicht. Schutz vor Zerschmettern und Klingen. Die können weg. Hier behalte ich mal. Hier behalte ich mal. Bisonfelle, weiß ich nicht. Aber hier die Goldpokale können weg. Hier die Hämmer können weg. Da die Haken können weg. Hier Spell behalte ich erstmal. 1, 2, 3, 4. Die Klauen behalte ich mal. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen werden. Hier die Schatullen können weg. 1, 2, 3. Dann hier Schmiede haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 10 schwarze Roboter, die behalten wir. Die brauchen wir jetzt. Für Errol. So, 9000 kriegen wir. Katsus Schlüssel? Okay, Kalib? Hast du nichts zu tun? Was ist das? Nordmarer Turmschild? Plus 35. Dann hier schwere Nordmar-Rüstung. Preator-Rüstung. Das ist die, das Beste vom Besten. Diese Rüstung wird vom Kommandanten der Königlichen Wache getragen. Und dann hier El Bastardo. Was ist das? Panzerkettenhelm? Ein echter Kriegerhelm aus Nordmar. Ring der Gesundheit, Ring der Jagd, Monet des Paladins. Ich kann ihm das nicht anbieten, aber ich könnte schon mal den... Das hier 120.000, woher soll ich jetzt so viel Geld hernehmen? So, da ist die Maus. Wo kriege ich jetzt Nordmarer Nebelgeist? Hat er dein Geschäft beeinflusst? Das Geschäft eines Assassinen wird durch nichts beeinflusst. Wer sind so deine Kunden? Tut mir leid, meine Kunden genießen Diskretion. Hast du seit dem Krieg weniger Kunden? Oh nein, eher mehr. Krieg macht die Leute traurig und dann sehnen sie sich nach Gesellschaft. Willst du mal einen Blick auf mein Angebot werfen? Nein, danke. Es erfährt auch niemand etwas davon.
Vielleicht später, bis dann. Giftpfeile? Ja gut, okay, der hat jetzt nichts, was ich brauche. Ich kann hier jetzt nicht looten, solange er da ist. So, aber wo kriege ich hier jetzt Nordmarer Nebelgeist her? Hier gibt's Hühner. Gibt's hier auch den verrückten Vogelmann? Oh, Wein. Hat niemand gesehen, dass ich geklaut habe. Stimmt, hier war das wieder von Menschen normal bevölkert, hä? Ach, hör doch auf. Lass mich in Ruhe. Ich ruhe mich ein wenig aus. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Morgen? Kümmere dich besser um deinen Kram. Ach, haltet die Klappe. Habt ihr hier gute Schmiede, die sich um eure Rüstung kümmern? Habt ihr hier gute Schmiede, die sich um eure Rüstung kümmern? Ja, haben wir. Kendall ist der Beste von ihnen. Okay, wo finde ich Kendall? Wir waren gerade am Reden. Garrets Freund? Katsus? Was verkaufst du? Was verkaufst du? Das kann ich dir nicht sagen. Warum nicht? Meine Waren sind ausschließlich für Armeegeneräle bestimmt. Hat der Krieg dein Geschäft beeinflusst? Hat der Krieg dein Geschäft irgendwie beeinflusst? Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet. Oh, einen Moment. Was glaubst du, welche Seite wird den Krieg gewinnen? Was glaubst du, welche Seite wird den Krieg gewinnen? Solche Fragen sollte man besser nicht stellen. Ich werde beobachtet. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich will den Kampf mit zwei Waffen lernen. Werde mich ein Meister des zweihändigen Kampfes? Okay, ich würde hier vielleicht... Habe ich Lernpunkte? Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Nee, okay, ich habe keine Lernpunkte. Geralds Freund. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Kadims Waffe. Kümmere dich besser um deinen Kram. Halt. Keinen Schritt weiter. Ich wurde nicht gesehen, okay. So, wo finde ich jetzt Geralt? Oder Nordmarer Nebelgeist. Ach, alles für Errol. Diesen wunderschönen Menschen. Was willst du? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, euren Freund Geralt suchen. Verschwenden alle nur meine Zeit hier. Oh, hier sind drei Truhen, okay. Lebrecht? Oh, ich will lernen, die Kälte zu ertragen. Ah. Okay, Lebrecht kann... Warte mal, brauche ich das überhaupt? Ich komme hier eh nicht nach Nordmar.
Oder wo es kalt ist. Und auch nicht nach Varant. Hier ist Katzos nochmal. Kaif? Wie sieht's mit Trollen aus? Wie sieht's mit Trollen aus? Ja, hab ich. Warum? Warum? Weil es in Myrtana eine Nachfrage nach Trollen von hoher Qualität gibt. Ich habe mit den Biestern ein Vermögen verdient. Hast du im Krieg viele Trolle verkauft? Hast du seit dem Krieg viele Trolle verkauft? Ja, sehr viele. Was sind das so für Leute, die sich einen Troll kaufen? Was sind das so für Leute, die sich einen Troll kaufen? Meistens reiche Leute. Warum das? Warum das? Sie haben wegen des Kriegs Angst um ihren Reichtum und wollen beschützt werden. Da sie sich auf Gorn nicht verlassen können, kaufen sie sich eben einen Troll. Die sind groß, angsteinflößend und tödlich. Und was mit Taurus? Was ist mit Taurus? Ich habe gehört, dass Taurus an ein paar Trollen interessiert sein könnte. Aber bisher ist noch keiner seiner Leute an mich herangetreten. Und was mit Gorn? Was ist mit Gorn? Gorn würde lieber auf dem Schlachtfeld sterben, als Trolle im Krieg einzusetzen. Das hat wohl was mit Ehre und Tapferkeit zu tun. Bei so einem Unfug muss ich immer lachen. Du solltest mich besser nicht stören. Hier steht es geschrieben. Ich glaub dir kein Wort. Du solltest sehr vorsichtig. Okay, So, Mühlenstein? Ja, du hast gut reden. Ah, jetzt können wir den. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ach, da können wir nicht rein? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Du Kendall. Hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Geralt. Deine Frau schickt mich. Oje. Sie hat mir erzählt, was für ein mieser Geizhals du bist. Zeit, dich von deinem Gold zu verabschieden. Und auch von Myrtana. Halt, warte mal. Wenn du mir einen kleinen Gefallen tust, zahle ich dir das Zehnfache von dem, was dir meine Frau geboten hat. Was für ein Gefallen? Was für ein Gefallen? Hör zu, meine Frau ist schrecklich verschwenderisch. Am Tag unserer Hochzeit hat sie von einem Assassinenhändler einfach einen Troll gekauft. Und sie hat sich geweigert, ihn zurückzugeben. Ich musste dann nicht nur massenweise Bisons kaufen, um das Vieh zu füttern, sondern auch einen Stall bauen lassen, der größer war als mein Haus. Und das ist noch nicht alles. Meine Frau hat außerdem noch eine Affäre mit meinem besten Freund. Verstehe. Und was soll ich jetzt genau machen? Ich will, dass du meine Frau und meinen Freund tötest. Als Belohnung zahle ich dir dann das Zehnfache von dem, was dir meine Frau geboten hat. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Erstmal gucken, was hat er hier? Naps? Notnara Nebelgeist. 10 Stück. Ich denke, ja. Bald etwas passieren. Das brauche ich auf jeden Fall. Ich bin da eher auf seiner Seite tatsächlich, aber ich will die nicht einfach töten. So, ich will. In Ordnung, einverstanden. Töte Geralt. Beseitige Teela und ihren Liebhaber. Wem erzählst du das? War sie das? Ich will keinen Ärger haben. Ich ruhe mich ein wenig aus. Wo ist Garretts Freund? Lloyd? Geh jetzt besser. Wo ist Garretts Freund? Darf ich hier hoch? Kümmere dich besser um deinen Kram. Ich hab zu tun. Hast du nichts zu tun? Kümmere dich besser um deinen Kram. Nein, ich will nicht hier runter. Na, ja, sehr sagt, wo ist Garretts Freundin? Was willst du? Rickard? Der kann auch noch Kälte beibringen, also. Aber das bringt mir doch gar nichts. Ich komme eh nicht nach Nordmar. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Kümmere dich besser um deinen Kram. So, Hausfrau. Die Hälfte von den Worten.
Das kenne ich schon. Okay. Lass mich raten, das kenne ich auch schon. Hier steht nichts Neues. Ist doch dein Herz. Kann dir doch egal sein. Am besten, du hältst dich da raus. So, nehme ich mal mit. Zu schwer. Stabile Metalltruhe. Unmöglich. Hast du nichts zu tun? Also ich habe schon was zu tun. Ich suche Geralts Freund. Krieger, okay. Wir kriegen beide noch Ärger. Am besten du erledigst das selbst. Warum Krieg? Also warum bekommt man Ärger, wenn man hier mit Frauen spricht? Wo? Ach, hier. Hey. Hey. Ich wusste nicht, dass sie mit meinem besten Freund verheiratet war. Bitte, bring mich nicht um. Eine blödere Ausrede ist dir wohl nicht eingefallen, was? Dir werde ich's zeigen! Mach schon! Mach schon! So, Ausdauer, denke. Ich speichere einmal. Was passiert, wenn ich den jetzt... Du schreist herum wie ein Dieb. Dann jetzt seine Frau finden. Aber warum muss ich die jetzt töten? Also ganz ehrlich, bei so einem Ehestreit oder sowas, Mord ist eigentlich die dümmste Wahl, die man machen kann. So, Tila. Hey. Hey. Ich will, dass du meinen Mann umbringst. Nein, aber ich werde jetzt dich töten. Ich bin dermaßen wütend. Jetzt bist du dran. Die will mich verprügeln, oder was? Es gibt einen Kampf, Männer! Das war zu erwarten. Hat die wenigstens Loot? Ja. Erfahrung 500. Ich fühle mich gerade schlecht, weil ich musste jetzt wirklich zwei Personen töten für ein Beziehungsdrama. Auch wenn ich eigentlich so von den Aussagen her, die Frau hier noch gemacht hatte, Tila hieß sie, eher auf seiner Seite stehe, aber trotzdem, warum muss Mord? Die Sache ist erledigt. Wunderbar. Wie viel schulde ich dir nochmal? Das Doppelte von dem, was meine Frau geboten hatte, oder? Ich hab's mir auf meinem Schwert notiert. Soll ich mal nachsehen? Ach, nein! Mir fällt es gerade wieder ein. Ich hatte dir das Zehnfache geboten. Hier, bitte! Danke. Deine Frau hatte wirklich recht. Du bist ein mieser Geizhals. Vielleicht sollte ich dich auch noch töten. Mal sehen. Aber nicht jetzt. Der ist wirklich ein Geizhals. Wollte mich jetzt noch übers Ohr hauen. ...5000 habe ich jetzt bekommen. So, aber ich habe jetzt den scheiß Nebelgeist für Dingens. Hier wollte ich jetzt gucken. Haring.
Okay, wir müssen kurz, also einmal kurz zu dem einen Dieb da draußen vor der Tür. Vielleicht haben wir jetzt neue Informationen für den. Hat der? Warte mal. Wir haben ja einen Schlüssel da aus dieser Truhe bekommen. Hier gab es auch eine Truhe. Achso. Die hatten wir schon geplündert. Aber hier. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Okay. Hier gab es auch noch eine. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ach, gut, dann später. Dann reden wir erstmal mit dem einen Dieb hier. Erstmal Pause machen. Gut. Wir haben keine Infos für ihn. Wo ist die Maus? Da. Gotha. Wer, der hat nochmal irgendwas. Hast du nichts zu tun? Tja, ich kümmere dich besser um deinen Kram. Mach hier keinen Ärger. Klar? Ich hab doch den Scheiß für ihn. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. 5 Flaschen Nordmarin-Nebelgeist und 10 Stängel schwarzen Rohbar aus Faring. Ist das auch vorbei. Aber spezielle Sorten lieber als normal. Das Zeug gibt's angeblich in der Taverne. Ach nee, ne? Und es kommt noch schlimmer. Hab ich. Nach Faring? Hier. Irgendwann ist das auch vorbei. In der Taverne gibt's das Zeug. Hier liegt er. Hey du, was du dreckiger Dieb! Da! So ist mir jetzt egal. Nehmen alle. Da. Da. Zu holen. Da ist nichts zu holen. Ich nehme jetzt alles mit hier. Nein, weg vom Hocker. Ist das da? Mein Gott. Hey du, was schreist du hier rum? Du dreckiger Dieb. Das bringt nichts. Noch. Mein Kopf. Da. Aufhören! Sofort! Bleib liegen! So. Sonst noch irgendwo was? Hier auch nochmal spezial. Sollen die liegen bleiben? So, jetzt nach Gotha. Nächstes Mal mache ich dich fertig. Oh, mein Kopf.
So, warte mal. Wird was essen? So, Errol, hier hast du die Scheiße. Hier hast du die Stängel und den Nordmarer Nebelgeist. Ah, danke. Du hast hier eine große Zukunft vor dir. Wie kommst du darauf? Naja, du bist bis jetzt noch nicht in unserem Knast gelandet. Ich hoffe, du hast inzwischen Gorn den Brief gegeben. Ich hoffe, du hast Gorn inzwischen den Brief gegeben. Hey, ich habe gerade gegessen. Jetzt muss ich erstmal ein kleines Nickerchen halten. Sonst kann ich nachher meinen Job nicht richtig erledigen. Das hast du bisher doch auch nicht. Pass bloß auf, was du sagst. Allein dafür musst du jetzt noch was für mich erledigen. Digga, kann ich den nicht einfach töten? Was denn jetzt schon wieder? Das werde ich dir sagen. Viele Leute marschieren hier einfach durch das Tor, ohne die Torwächtersteuer zu bezahlen. Und wer... Wer sind diese Leute? Kannst du nicht lesen? Garrick, Reik und Ignatius. Und jetzt verschwinde. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Digga, was bist du denn für ein Laufbursche, Held? Ist das dein Ernst? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Weg mit der Waffe! Halt! Ja! Mach, dass du weg! Halt hier, wohl damit aufhören! Da! Sofort. Da! Da! Aufhören! Sofort! Alter, dieser... Wieso kann ich hier jetzt nicht rennen? Spring! Warten, Lemurensohn. Der... Mir fallen keine Worte zu dem mehr ein, wirklich. Darf ich den einfach töten? Ich weiß es nicht, aber ich werde mich mal schlau machen und dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.